Was für eine Woche. Ich war zweimal krank mit zwei unterschiedlichen Sachen und bin aber nur wegen der einen Tag zu Hause geblieben. Holla die Waldfee. Aber ich muss sagen, irgendwas an meinem Immunsystem funktioniert. Wenigstens ein bisschen. Ja, wie man sieht, ich habe da und auch dort Wäsche hängen, weil es hat ja irgendwie einige Tage jetzt so ein bisschen geregnet und wieder auch nicht geregnet und eigentlich war das Wetter ja ganz anders angesagt und ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall nicht dazu gekommen, bin auf jeden Fall nicht dazu gekommen, großartig zu filmen diese Woche. Ich war sogar letzte Woche noch bei meiner Freundin. Das Video vom Sonntag, das, ach, es ist kompliziert. Das Video vom Sonntag ist eigentlich von der Woche davor. Letzte Woche habe ich ein bisschen gefilmt. Und jetzt will ich mal noch Ingwer-Zitronensirup machen. War gerade noch einkaufen. Ich glaube, da nehme ich euch auch mit, weil ich glaube, das könnte für den einen oder anderen interessant sein. Vor allem in der Zeit jetzt, wo das Wetter immer so wechselhaft ist. Und ja, muss erstmal meinen Einkauf auspacken. Und dann geht's los. So, während Ingwer und Zitrone im Topf rumkochen, dachte ich, ich quatsche noch mal ein bisschen zu euch. Ja, im Übrigen, wer da wirklich Interesse dran hat an diesem Rezept, ich werde das, glaube ich, unten noch mal in der Infobox genauer aufschreiben, wie viel ungefähr von den Mengen und so. Man braucht, das kocht jetzt so circa 20 Minuten. Ich sehe völlig zerstört aus um die Haare. Das kocht jetzt so Pi mal Daumen 20 Minuten und dann muss es auch erstmal abkühlen und dann geht's weiter. Ja, ich habe total stressige 2 Wochen hinter mir. Also was heißt stressig? Nee, stressig war es nicht. Es war halt nur viel. Ich bin gar nicht so wirklich viel zum Film gekommen. Und ja, morgen geht's in den Garten. Also so gut geht es mir dann doch. Ich wollte eigentlich am Sonntag wandern gehen, aber nee, das Wetter ist mir ein bisschen zu unbeständig und ich bin zu angeschlagen, um dass ich das jetzt mache. Von daher, das dann ein andermal. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ja, das kann ich noch erzählen. Ich kann erzählen, dass ich wahnsinnig glücklich mit meiner Arbeit bin. Es passt halt wirklich wahnsinnig perfekt und ich hätte nie gedacht, dass das mal für mich möglich ist, dass ich mich so extrem gut mit Kollegen verstehe. Also bei der letzten Stelle hatte ich das auch mit ein, zwei Kollegen, aber das ist halt da fast das komplette Team, wo ich sage, krass, also es passt halt so. Wie sagt man so schön, wie Arsch auf Eimer. Und ja.
Es macht gerade wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Und ja, viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, aber ja, das ist eine kleine Hommage an meine Arbeitskollegen. Ich mag euch. Ich mag euch sehr. Und ja, wir sehen uns am Montag. Also theoretisch, wenn dieses Video hier online kommt, morgen. Ja. Wie gesagt, morgen geht es in den Garten. Das werde ich auch noch mitfilmen. Also morgen ist Samstag, heute ist Freitag. Habe ich ja, glaube ich, auch irgendwo eingeblendet. Und ja, ich denke, ich werde euch da auch wieder mitnehmen. Und nach einer Woche dann habe ich Urlaub. Da werde ich dann auch wieder ein bisschen mehr filmen können, auch mal wieder was anderes filmen können. Und ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht genau, was ich in meinem Urlaub mache. Aber mir wird schon irgendwas Schönes einfallen. Vielleicht gehe ich mal wieder in den Tierpark. Mal gucken. Ich muss auch meine Jahreskarte erneuern lassen. Das werde ich dann im September jetzt machen. Und ja, ist auch ganz gut, weil auf meiner alten Jahreskarte, also ich hatte mir bewusst nur ein Jahr gemacht, ja, auf meiner alten Karte habe ich halt noch keine Haare auf dem Kopf. Und wie man sieht, so ein paar sind ja mittlerweile. Im Übrigen, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich stehe jetzt zu meinen Löckchen. Mache ich so grundsätzlich auf. Ich darf halt meine Haare nur nicht kämmen, wenn ich sie gewaschen habe. Weil dann sehen die halt so aus, so ein bisschen gewellt, aber ja, mehr halt auch nicht. Von daher, ja, ist es heute Zopf geworden. So, und das kocht jetzt hier noch 10 Minuten und dann muss es erstmal ein bisschen abkühlen. Na, wer hat gestern den Sirup alleine fertig gemacht? Richtig, ich. Aber ich war gestern dann so müde mit mal, ja, dass ich das dann schnell selbst fertig gemacht habe. Ich habe am Ende eigentlich nur noch den ganzen Ingwer und die Zitrone durch ein Sieb gemacht und den Saft halt aufgefangen oder den Sud oder wie man es auch immer nennen mag und habe noch 500 Gramm Honig reingemacht. Und mehr war es eigentlich gar nicht. Ich zeige euch das gleich mal noch. Und dann muss ich auch schon los in den Garten. Beziehungsweise ich darf in den Garten. Mal schauen, inwieweit ich euch mitnehmen kann. Ich werde auch früher losfahren, weil ich noch ein Buch kaufen möchte. Wo ich diesen Monat sehr, sehr wenig gelesen habe. Aber dazu ein andermal. Und ja, mal gucken. Noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und ich gucke mal, inwieweit ich euch da mitnehmen kann. Weil das Wetter ist hier gerade nicht ganz so gut und ich glaube, da sind dann wieder viele Leute unterwegs. Ich muss mal gucken. So, das ist die Ausbeute. Das ist genau ein Liter. Also wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil ich die Flaschen wirklich bis zum Rand oben gemacht habe, voll gemacht habe. Aber ja, ich hoffe, es hilft. Do it.
Ja, wie man vielleicht auch schon gesehen hat, ich bin im Garten angekommen und habe erstmal Erdbeeren eingepflanzt und das Erdbeerbeet auch mal wieder ordentlich gemacht. Und tatsächlich haben wir selbst auch ganz viele Ableger. Hätte mir meine Kollegin gar nicht mitbringen brauchen. Ja, jetzt fragen wir mal hier die Gartennachbarn, ob die noch was haben wollen. Mal gucken.